So, die Katze ist ja schon seit längerem aus dem Sack. Successful Bates hat in dieser Saison sich zum Ziel gesetzt, einen ja, fruchtigen Boilie einzuführen. Das Ganze heißt Red Hot Bullet. Das ist der absolute Knaller. In der Testphase haben wir da schon ganz gut mitgefangen. Auch einen richtig dicken Fisch, hat Scheffe gefangen. Das sind jetzt hier 24er Freezer Baits. Man riecht sofort Energy Drink. Ja, also ist auf jeden Fall drin. Und ja, den müsst ihr unbedingt mal dann auch mal auf die Zunge zergehen lassen. Da ist also noch ein sehr interessanter Geschmack mit dabei. Möchte aber nicht verraten, was es genau ist, aber heißt nicht umsonst Hot. Also Hot ist er auf jeden Fall. Gibt es in den normalen Größen. Natürlich auch passende Poppies dabei. Auch ein, ja, den könnte man sich so irgendwo in seinen Wodka reinschmeißen. Riecht halt sehr, 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 sehr lecker. Ja, werden Anfang des Jahres zur Verfügung stehen. Wie gesagt, die letzten Muster sind soweit getestet worden. Die entsprechende Rezeptur steht jetzt fest. Geiles Ding, rockt auf jeden Fall, ist mal was ganz anderes und ja, wird uns viele, viele Fische in 2014 und die Jahre danach noch bescheren. Ja, zweites Produkt habe ich auch noch mal mitgebracht. Ready-to-use Stickmix, der absolute Knaller. Ready-to-use heißt, man kann einfach die Packung einfach nur öffnen und man merkt sofort, eine entsprechende Feuchtigkeit ist da für Stickmixe. Wenn man den beispielsweise am Method Feeder anbieten möchte, vielleicht noch ein bisschen Liquid mit rein. Wunderschöne Sache, in einer Kilo wieder verschließbaren Tüte. Jetzt gerade zum Herbst hin, aber auch im Frühjahr eine absolut Bereicherung des Angelns. Ja, kann ich einfach nur empfehlen. Sehr, sehr viel damit geangelt und sehr, sehr viel damit auch gefangen. Wunderschöne Sache. Nicht jeder hat Bock, seinen Stickmix selber anzurühren. Das ist die Alternative. Let's rock.